Der Training Load misst, wie hoch die Gesamtbeanspruchung einer Trainingseinheit oder eines Wettkampfs war. Er wird aus dem subjektiven Belastungsempfinden, also einer Einschätzung, wie anstrengend die Einheit war, sowie der Dauer dieser Einheit berechnet. In Ragmon wählst du dazu die Trainingsdokumentation aus und beantwortest zuerst, ob es Training oder Wettkampf war. Danach gibst du die Dauer der Einheit an. Die Einschätzung deines subjektiven Belastungsempfindens erfolgt als RPE-Wert auf der Skala von 0, keine Belastung, bis 10, maximale Belastung und kann mit einem Klick ausgewählt werden. Die hinterlegten Beispiele unter den Zahlen können dir bei deiner Einschätzung helfen. Wichtig ist hierbei immer die gesamte Einheit und nicht einzelne Trainingsphasen zu bewerten. So könnte zum Beispiel ein hochintensives Training mit langen Pausen insgesamt weniger anstrengend sein als ein weniger intensives Training ohne Pausen. Im Textfeld kannst du noch zusätzliche Informationen zur Art des Trainings oder Wettkampfs ergänzen. Vergiss nicht, am Ende deine Eingaben zu speichern. Versuche deine Antworten intuitiv, also ohne großes Nachdenken zu treffen. Es gibt keine guten oder schlechten Antworten. Vielmehr kann nur mit einer ehrlichen Einschätzung deines Belastungsempfindens die Gesamtbeanspruchung richtig erfasst, Auffälligkeiten erkannt und so hilfreiche Hinweise zur Optimierung deiner Trainings- und Wettkampfsvorbereitung gegeben werden.